Er repräsentiert einen Meilenstein in der Entwicklung der Supersportwagen. Der McLaren Artura, hochmodern, leistungsstark und mit Elektromotor. Wer Autos und Innovation lebt, wird hier hellhörig, so wie Christian Danner. Ja, McLaren, das ist ein Name. McLaren ist Motorsport, McLaren ist auch Supersportwagen und das hier ist der McLaren Artura. Seit 2021 ist der Brite auf dem Markt. Nach dem P1 ist es das zweite Hybrid-Supercar aus dem Hause McLaren. Doch kann der Artura die hohen Erwartungen erfüllen? Bringt er das McLaren-Feeling auch optisch rüber? Die Designsprache eines Automobilherstellers ist natürlich eine schwierige Sache. Das Ding schaut aus wie ein echter McLaren. Das ist geglückt, aber heutzutage muss man die Funktionalität mit einbauen. Das heißt also, die Aerodynamik hier, was die Kühlung angeht, Bremsen, Luftauslass, hier hinten nochmal ein großer Kühleinlass, also die technischen Rahmenbedingungen ins aerodynamische Konzept eingebaut. Und das muss auch noch ausschauen wie McLaren. Das hat funktioniert hier beim Artura. Nichts wie auf die Straße also. Ein Plug-in-Hybridantrieb hatte, heißt konkret ein 3 Liter V6 Motor kombiniert mit einem Elektromotor. Kürzere Strecken können auch mit der elektronischen Reichweite bewältigt werden, emissionsfrei. Die Systemleistung des Engländers 680 PS. In 3 Sekunden soll es von 0 auf 100 gehen. Das kann Christian heute leider noch nicht ausreizen. Wir fahren hier auf der Landstraße, das ist natürlich super und macht Spaß. Auf der Rennstrecke macht es noch mehr Spaß, da würde ich dann in Track-Modus stellen. Und ich würde auch hier auf meiner Dämpfereinstellung, auf meiner Fahrwerkseinstellung auf Track gehen. Was der Artura dann wirklich imstande ist zu leisten, will Christian so schnell wie möglich auf der echten Rennstrecke testen. Eines ist also nach diesem Tag klar, Fortsetzung muss folgen. Also Leute, wenn euch das gefallen hat, so ein cooles Auto mal ein bisschen kennenzulernen, dann bleibt dran beim AVD auf YouTube. Das werde ich in Zukunft öfters machen.